Hey Leute, ich bin's wieder. Aua. Drache Ciao mit Out. LP hinten ran. Wir fahren fort mit Let's Play. Mann, geht mir diese Lokomotive auf den. Ihr wisst was. So. Ich weiß, ich darf eigentlich fast nicht im gleichen Bereich bleiben. Aua. Schnell! Die Spyro nur gut schnell rennen, dann wäre das. Aua. Viel weniger ein Issue als. Aua, so halt ist. Das ist halt einer von diesen Bosskämpfen, die halt eben. Ne? Der Skelettkönig wer? Ja, könnten wir mal die Dinger aufhören, runterzufallen. Wäre ich schon mal echt glücklich drüber. Boah. Autsch. Also wer hat Spaß in diesem Bosskampf? Nicht ich. Ja, Dampfi. Ich erinnere mich, warum dieser Name. Erstmal für bittere Gefühle gesorgt hat. Vielleicht. Wirklich schade. Das macht auch nie wirklich Schaden. Nicht in diesem Leben. Eigentlich würde ich schon noch in diesem Leben schaffen wollen, Kumpel. Oh mein Gott. Es ist halt schon schwierig genug, ohne dass konstant Bomben auf einen fallen. Na komm. Terradon ist immer noch so, yo, bin ich froh, dass ich nicht da draußen bin mit diesem komischen, dieser komischen Lok. Ist okay, ich habe es verstanden. Diese Bomben. Oh. Bedickten mich konstant. Das ist okay. Müssen ihn halt ein paar Mal nacheinander dazu bringen, uns überfahren zu wollen. Spielchen mehr, ich erkläre euch dann ein Spielchen mehr, bist du. Komm. Er ist gecrashed. Komm. Mein Gott. Was? Nein! Are you? Okay, auf geht's. Hab ich ihn jetzt gratis bekommen, weil ich. Okay, gut. Dein Name, May. Ja, ich heiße Spyro. Und du musst Terrador sein. Ja, das bin ich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dich treffen würde, Spyro.
Also, ich würde ja gern alle umarmen und etwas plaudern, aber wie wäre es, wenn wir abhauen, ehe der Vulkan ausbricht? Du hast recht. Ich muss den anderen sagen, was Cinder vorhat. Los geht's. Ich bin direkt hinter dir. Oder eher direkt vor dir. Lauf! Wenn der Typ sagt, lauft, dann weiß er wohl etwas. Spyro, flieg, wie du noch nie geflogen bist. Ich hole im Tempel Hilfe. Ja, Cinder ist uns ein bisschen auf den Fersen. Ja, an das erinnere ich mich, an das, was jetzt kommt. Da ist mein Memory noch schon ab. So. Aua. Wir müssen also so schnell wie möglich vor Cinder wegfliegen. Oh, die Musik war das richtig. Lass mich einfach nur hier weg. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich zu langsam sein. Scheinbar ist hier ein Feuerdrache. Ein schwarzer Feuerdrache. Der sie gerade konstant versucht, uns in die Luft zu sprengen. Sie auch so Rippenminen, brauche ich nicht mehr. Trador ist aber auch nicht sehr smart gewesen. Mit dem ganzen Lauf, Spyro, so richtig so. Was ist denn da denn so? Hm? Was ist da? Wer ist da? Lila? Sie uns aber immer noch nicht eingeholt hat. Das ist auch ein bisschen so. Ich dachte, sie ist irgendwie voll der. Oh. Wir müssen sie finden. Ignitus helfen. Sie sind weg, Spyro. Wir können nichts tun. Ist mir egal. Ignitus würde mich nicht... Spyro, er hat recht. Ich? Recht? Das ist das erste Mal. Ja. Bei dieser Unordnung wirst du sie nie finden. Und du bist noch nicht bereit für Cinder. Die Zeit des Kampfes wird kommen. Aber noch nicht jetzt. Du hast wohl recht. Los geht's. Ich wollte gerade sagen, sie ist auch viel größer. Unser Jago auch schneller als wir. Ja, und dass Ignitus sich da jetzt ein bisschen geopfert hat, ist nicht so smart. War wohl der Letzte, der ihr gefehlt hat. Für dieses Türchen. Ah, Cinder hat so ein cooles Design. Es ist meine Schuld. Ich habe versagt, als Ignitus mich brauchte. Aber Cinder so nah zu sehen, das ist so, das... Dir das Herz stoppt? Die Adern gefrieren? Dir die Muffe geht? Ja, sowas in dieser Art. Alle Krieger spüren irgendwann Furcht, Spyro. Das ist keine Schande.
Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Quotient zwischen Adrenalin und Angst... Voltier, bitte. Ich denke, unser guter Freund hier wollte eine Feststellung machen. Danke, Cyril. Ich wollte sagen, dass alle Krieger Furcht kennen, Spyro. Aber nur die Tapfersten können sich ihr stellen und sie meistern. Nach dem, was ich in Munition umgesehen habe, bist du ein echter Krieger. Junger Drache, es ist Zeit, deine Ausbildung zu vollenden und dich deiner Furcht zu stellen. Komm. Bin ich als Einziger noch versteinert? So, jetzt trainieren wir das Erdelement. Ach, ich mag Terrador. Terrador ist irgendwie cool. Spyro, komm her. Na, ich glaube, die... Also, alle vier haben was. Ich find's halt... wieder mal ein bisschen schade, dass... Gut, Cinder ist... nach... Ach Gott, wie hieß sie? Ember? Und der einen Drachenmama in... A Hero's Tale... glaube ich, der dritte weibliche Drache, den wir in der ganzen Serie bisher gesehen haben. Also, hoffentlich hat der nächste Teil doch ein paar mehr coole Drachenladies dabei. Die Kraft, den Boden, den Wind und die Welt zu nutzen, das ist jetzt für dich greifbar. Beginnen wir. So, gut. Was kann das Erdelement so? Terrador... erzähl es uns. Drücke Quadrat, um mit einem Erdschuss auf die angreifenden Attrappen zu schießen. So, ja, der ist geupgradet. Eindrucksvoller als... der untrainierte, ungelevelte, würde ich jetzt mal sagen. Na komm. Ja, das jietet sie auch ein bisschen weg. Weil es nicht so... sei im Sieg immer gnädig, Spyro. Komm nicht hier. So effektiv wie der Donneratem. Verfolg die Attrappen und drück Quadrat, um mit einem Erdschuss auf die Attrappen zu schießen, wenn sie in Reichweite sind. Besieg alle Attrappen, bevor das Zeitlimit abläuft. Na komm. Warum muss ich die nicht meine Herrin? Die rennt immer mir hinterher. Denkt sich nie so, ja, ich werde jetzt auch mal wegrennen, außer sie sind... literally on fire oder sonst irgendwas. Genau. So. Das ist echt ein bisschen laut, aber... bin das gerade irgendwie getroffen? Faszinierend. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für dich, junger Drache. Hier drüben. Klar, die haben den Krieg basically verloren, aber... man muss ja nicht immer auf mir rumhacken. Ne, Terrador? Drück die Dreieck-Taste, um eine Erdbombe auf die Attrappen zu schleudern. Bleib innerhalb der Elementarwand. Okay, die... ah, Erde enthält auch Wind. Okay. Ja, komm Leute, wir können das sicher noch ein bisschen upgraden. So, Erdbombe des wandernden Wirbelwinds. Ein Wirbelnatornado schleudert eine Feuer in die Luft. Erdbombe der peitschenden Winde. Dieser furchterregende Wirbelwind bringt die Bösewichte ins Rotieren. Drück und halte X gedrückt, um diesen Atem aufzuwerten. Ja, guck. Was sollte eigentlich noch drin sein mit unserem Punkt? Ten? Sehr gut. Hagens Erdbombe des tosenden Terrors. Der Wirbelsturm des Untergangs. Nur wenige können diesen peitschenden Winden entkommen. So. Also, ich würde mal sagen, das ist schon mal ein Unterschied, oder?
guck ich das mal an. Boom. So. Anscheinend hatte Ignitus recht, was dich angeht. Hier lang. Oh, Violetti. Fantastisch. Gut, also Terrador, was noch? Drücke die Dreiecktaste, um eine Erdbombe auf die fliehenden Attrappen zu werfen. Greif sie anschließend im Luftnahkampf an, wenn sie in den Wirbelwind geraten. Sieg alle Attrappen, bevor das Zeitlimit abläuft. 1, 2, 3. Drei. 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 Arrest. Ich sehe dich. Gut, gut. Das ist gerade echt laut. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. War's das? Ja, sehr schön. War angenehmer als ein gewisser Elektrokäfig. In der Durchführung. So. Kommt jetzt der Schwall? Ja. Sehr gut. Nachdem du die kleinen Attrappen besiegt hast, drücke R2, um die ankommenden größeren Attrappen mit einem Erdschall zu besiegen. Ich weiß gerade nicht, warum ich so gehen muss. So. Das ist halt die lauteste Fähigkeit von allen. Knallt wie ein Erdbeben. Ja, ist okay. Ist okay, Kumpels. Ist okay, Brudis. Muss euch nicht so aufregen. Ah, komm. Ja, wobei ich glaube, das könnte auch gut sein zum Horditen größerer Gegnergruppen. Her damit. Her mit der Energie für den ultimativen Angriff. So. Ja, geht doch. Oder nicht. Wir haben es gleich voll, das heißt... So. Blätter, Wind, Steine. Schön, ne? Sehr gut. Jetzt erwartet dich der letzte Kampf. Ah, der letzte Kampf. Ob wir uns jetzt Sinn darstellen, um Ignitus zu retten und den Weltuntergang zu verhindern? Hm. Erstmal ein Schlückchen Wasser. So, komm ich so ein gut gemacht, Spyro. Ja, ja, Schulterklopfen, gut gemacht und der ganze Schmuh, aber wir müssen weitermachen. Cyril ist wirklich unausstehlich, aber in diesem Fall hat er leider recht, Terrador. Ignitus ist das letzte Stück zu Cinders Puzzle. Wird der letzte Kristall mit Energie versorgt, öffnet sich das Portal und wir sind erledigt. Ich weiß, ich weiß. Als ich in Munitionum war, sagte der Zugführer, Cinders Vorbereitungen würden in ihrem Versteck stattfinden, wo sie in Einsamkeit zwischen den Wolken und den Türmen lebt. Bestimmt hat sie Ignitus dorthin gebracht. Wir müssen los. Komm. Ich würde ja mit dir gehen, junger Krieger. Aber dieser Kristall hat mir den letzten Willen geraubt. Ich fürchte, meine Tage als Kämpfer sind vorbei. Jede Generation muss die Fackel weitergeben, Terrador. Unsere Zeit ist vorüber. Ja, jetzt muss Spyro sich beweisen. Viel Glück, junger Drache. Jawohl, Sir. Mann, da will ja sogar ich Sinn dagegen übertreten. Habe ich das laut gesagt?
In Cinders Versteck stirbt alle Hoffnung, Spyro. Ein dunkler Ort, an dem Cinder sich versteckt, brütet und ihren nächsten Angriff plant. Bahn dir den Weg zu ihrer Festung, wo Ignitus wahrscheinlich festgehalten wird. Wenn ich nochmal Cinder gegenübertreten will, haut mir einfach auf die Schnauze. Kein Problem. So, das ist doch ein guter Augenblick um die Episode. Wäre dieser Ort unbewohnt. Das wäre doch total langweilig. Komm schon, wir müssen sie erledigen. So, um die Episode hier zu beenden, beim nächsten Mal können wir darüber reden, wie lustig ich es finde, dass sie sich denken so, ja, wenn Cinder den Kristall auflädt, ist alles vorbei, aber wir lassen Spyro trotzdem alleine gehen, weil, ne, naja. Also, ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.